Hi Leute, willkommen zurück zu Bellride und im heutigen Part werden wir überfallen von Banditen. Juhu, ich kann mir gar nichts Geileres vorstellen. In dem Sinne, ich bin gespannt, was passiert, ihr bestimmt auch, also let's go. Also wir haben jetzt gepennt, noch ist nichts passiert, meine Arbeiter arbeiten, ich stehe blöd rum und weiß nicht, was ich jetzt machen soll, weil ich Angst habe, dass es jeden Moment soweit sein könnte, dass wir hier angegriffen werden. Haben die denn jetzt mittlerweile schon was in den Forschungstisch rein? Nö, haben sie nicht. Okay, achso, was war das jetzt? Salbei, ne? Ja, Salbei und Flachs. Gut, dann mache ich mich jetzt mal auf die Suche nach Salbei und Flachs. Müsste ja auch hier alles vorhanden sein. Ist ja eigentlich immer so. So, was haben wir hier? Hier ist schon mal Flachs und hier ist Salbei. Da bin ich auch mal gespannt, wie viele Verbände dann da am Ende rauskommen. So. Da ist auch nochmal Salbei. Gut, dann habe ich eigentlich im Prinzip schon alles, um die Verbände zu erforschen. Die haben wir auch ganz dringend nötig, glaube ich, wenn die jetzt dann kommen. Ich hoffe, das ist nur einer, der kommt. Ich sag's euch. So, einmal das. 1, 2, 3, 4. Gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann dasselbe Zeug wieder brauchen. Deswegen gehen wir jetzt gleich weiter und sammeln noch mehr. Achso, jetzt dachte ich schon, das wäre da einer von den Banditen, aber das war mein eigener. Also nicht mein Bandit, sondern mein Kumpel, aber ihr wisst schon, was ich meine. Mein Gott, habe ich mich jetzt erschrocken, als da stand, dein Inventar ist voll. Ich dachte schon, Schlimmes. So, mache ich den jetzt auch hier am Webstuhl? Nein. Craft ich den bei mir an der Werkbank? Ja. Was braucht denn der? Zwei Salbei und ein Flachs. Und ich stelle natürlich nur einen her, ne? Krass. Gut. Also, weiter auf Salbeisuche. Okay, dann haben wir jetzt wieder ein bisschen was gesammelt. Und dann hoffe ich, dass ich wenigstens jetzt noch zwei, drei Verbände herstellen kann. 1, 2, 3, 4. Weil dann gebe ich denen nämlich jeweils auch einen. Sicher ist sicher. Und ihr seid mal Wache, autonom, patrouilliert im Gebiet um die Siedlung, reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass deine Siedlung von Räubern angegriffen wird. Ach so. Gefährte, folgt dem Spieler, kann kommandiert werden, beschützt den Spieler in Gefahr. Happy days, all thanks to you. Ihr seid meine Gefährten. Halt, halt, du auch. So. Gut. Na dann kommt doch, ihr Banditen. Ich bin bereit. So, dann haben wir hier zwei Verbände. Dann gebe ich dir mal einen. Und dir auch. Kann ich noch einen machen? Ja, ich kann sogar noch ein paar machen. Das ist gut. Na, dann lege ich mir einen noch auf die 5. So, und dann bin ich auch erstmal ausgerüstet. Ich bräuchte aber vielleicht noch irgendwie Essen. Aber davor kann ich hier nochmal ein bisschen Salbei reinschmeißen und hier den Flachs. So. Also, dann gehen wir nochmal auf Mampfsuche. Wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem Bogen? Oh, wow, okay. Und woher soll ich wissen, wo ich dann hinschieße? Na gut. Werde ich rausfinden. Pilze, wo seid ihr? Da ist der Hase. Brauchen wir aber nicht.
Hallo, wieso ist denn hier nichts zu mampfen? Halt, stopp, hier sind Bären. Pilze waren doch, glaube ich, auch noch da oben, richtig? Hier sind auch noch mal Bären. Harry Cromwell ist neutral. Wer ist denn das da? Let's show them what we're made of. Was bedeutet denn jetzt neutral? Werden sie mich fressen, wenn ich sterbe? Ih, nein. Mann. Dann nimm mal die Bären und heul leise. Kann sich aber auch selber um sein Essen kümmern. So. Wo waren die Pilze? Pilze. Lubomir, du bekommst auch mal zwei Bären. Hier unten sind sie. Ach, hier. Super. Zumindest einer. So, die hebe ich mir aber mal auf. Ich denke, ich bekomme auf jeden Fall noch eine andere Warnung, bevor die kommen. Was hast du dir jetzt gegrabbelt? Wieso denn jetzt eigentlich, wieso ist er denn jetzt hier wieder Arbeiter? Ich habe gesagt, du bist mein Gefährte. Die Sonne ist belebend, tägliche Dosis. Ja, schön. So, wann kommen die jetzt? Ich bin bereit. Und während wir warten, gehen wir nochmal an den Forschungstisch. Abenteuergewand. Das ist natürlich auch nicht schlecht, gell? Tasche. Ermöglicht es dem Träger, ein paar Gegenstände am Gürtel zu tragen. Das ist auch gut. Rennofen. Alles klar. Wir nehmen mal das Räuchergestell. Ich weiß jetzt zwar noch nicht genau, ob das dann die Haltbarkeit der Lebensmittel erhöht. Der Begleiter hat Hunger und wird dir bald nicht mehr folgen. Wie viel Hunger hast du? Hier, friss. Das hackt's aber gleich. Lubomir ist treu. Der hat keinen Hunger. Oder? Nein, dem geht's gut. Wo bleiben sie denn jetzt? Ich würde ja... Ja, okay, wisst ihr was? Dann machen wir die zwei jetzt nochmal ganz schnell als Arbeiter, damit die hier noch einfach die Dinge erledigen und wir hier auch in der Forschung mal weiterkommen. Ja, so machen wir das jetzt. Und ich würde ja eigentlich Schilfrohr holen gehen, aber nicht jetzt. Stroh wird hauptsächlich als Material beim Bauen von Dächern verwendet, wird von einem Weber veredelt. Okay. Alles klar. Also, wir brauchen auf jeden Fall Schilfrohr. Kann ich auf der Karte sehen, ob sich wer nähert? Nö, ne? Kann ich nicht. Oha, es geht halt hier übelst weit runter, ne? Horndien. Okay, hier ist nicht so viel. Oh, hier sieht aus, als wäre es auch noch mal so ein großer See. Und hier, cool. Da kann man dann auf jeden Fall auch noch schön sich da irgendwas hinbauen. Die zwei sind fleißig. Jetzt haben sie dann gleich wieder Hunger. Überfall im Anmarsch. Oh, oh. Okay, halt, stopp. Leute. Komm her, Gefährte, du hast Essen und Verband, dann du auch, komm her, halt, Mann, Junge, bleib doch stehen, Gefährte, du hast Essen und Verband, so, Überfall im Anmarsch, wo seid ihr, ihr Schweine, wir warten hier auf euch, ich will meinen Bogen haben,
Überfallgruppe auch noch. Oh Gott, ich habe Angst. Wisst ihr was? Ich verziehe mich gleich mal hier oben auf die Hütte. Das scheint mir irgendwie so der sicherste Platz zu sein. Oh, da hinten sehe ich irgendwelche Typis laufen. 1, 2, 3. Okay, wenn es 3 sind, ist gut. Jetzt muss ich mal gucken, wie schieße ich. Habe ich jetzt einen getroffen? Keine Ahnung. Hä, hauen die jetzt wieder ab? Nee. Nein, nein, nein. So haben wir vorhin nicht gewettet. Ihr bleibt schön hier. Ah. Okay. Einer liegt. Treffe ich eigentlich meine eigenen Leute auch? Wisst ihr das? Nein, er hat ihn zur Strecke gebracht. Oh yeah. Oh nein, die haben beide zur Strecke. Scheiße, ich... Oh Mann, ich dachte der eine... Mist. Ich dachte der eine wäre meiner. Jetzt liegen die da rum. Oida. Und jetzt gehen sie an meinen Lagerplatz, oder? Boah, ich schwöre, ich mache euch tot. Jetzt noch 10 Sekunden. Die Blöden, echt wahr. Was ist das für ein Ladeding? So, jetzt weiß ich natürlich nicht. Ich habe jetzt natürlich kein Leben. Schieß. Oh, nee, halt. Wir machen es anders. Oh, no ammo. Das ist belastend. Kommt die hier rauf? Na, keine Ahnung. Ich habe gar nichts im Inventar. Okay, dann ganz schnell hier Pfeile. Jetzt rennen sie nämlich weg. Ich möchte nicht, dass die wegrennen. Jetzt habe ich aber keine Ausdauer mehr. Scheiße. Sind die jetzt tot? Oh ja, die sind tot. Beziehungsweise... Oh nein. Leute. Ja, und jetzt? Sad face. Das ist natürlich scheißrig. Was haben die jetzt eigentlich von mir geplündert, die Schweine? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich glaube, diese 4 Felle, die hier drin waren. Ja, okay, die sollen sie haben. Ich bin traurig, weil meine Gefährten tot sind und ich habe nicht genug Punkte, um mir einen neuen zu holen, glaube ich. Ich brauche neue Leute. Wir müssen in die Stadt. Hilft ja nix. Ach, habe ich Essen? Ja. Dann ist mal was, damit wir ein bisschen mehr Ausdauer und so haben. Aber dann müsste ja jetzt eigentlich der Überfallbalken wieder bei 0 sein, oder? Ich meine, jetzt weiß ich, wie das mit dem Pfeil funktioniert. Vielleicht kann ich es dann beim nächsten Mal besser machen. Ist natürlich jetzt scheiße, dass meine Gefährten tot sind. Aber kann man nicht ändern jetzt hat. So, hallo, ich spreche dich doch gleich mal an. Bleib stehen. Sorry, I'm busy. Josef. Go find the village elder. He should be. There was a time when we were more welcoming, but that was a long, long time ago. Okay, er möchte nicht. Er braucht 396. I need more Ansehen. Ist hier noch jemand? Da hinten läuft jemand. So, fragen wir den Kid. Aha, er nimmt mein Angebot an. Kid Önus, der Bettler. Na gut.
Das freut mich zu hören. Dann haben wir jetzt wenigstens einen. Halt, bleib mal stehen. Obdachlos bist du jetzt nicht mehr. Er hat auch keine Waffe. Dann gebe ich dir jetzt mal die Axt. Attribute, er kann halt gar nichts. Es ist halt, wie es ist. Naja, besser ihn wie keinen, oder? Bringen wir ihn jetzt mal kurz in sein neues Zuhause. Siedler verwalten. Zuweisen. Ach so. Aber guckt mal, da steht jetzt immer noch, dass wir zwei Bewohner haben. Kann ich die irgendwie wiederbeleben? Ich meine, ich kann die Zuweisung natürlich aufheben und jetzt ihn zuweisen. Und jetzt steht aber, dass die beiden obdachlos sind. Was ist eigentlich mit meinem Feuer? Haben die das kaputt gemacht? Scheint so, ne? Ich kann ja auch nichts machen mit denen. Also die sind schon einfach jetzt gestorben. Ja, schade. Naja, gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall eben den Bettler als neuen Kumpel und hoffen, dass er uns ein bisschen länger erhalten bleibt, aber... Ich bezweifle es fast. Das heißt, ich lasse ihn mal hier als Wache in der Stadt. Wenn das das Risiko minimiert, dass wir angegriffen werden, dann auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir den Part an der Stelle heute einfach mal etwas kürzer. Ich bin auf jeden Fall total sad, dass meine zwei Begleiter jetzt verstorben sind, wie ihr es wahrscheinlich schon gemerkt habt. Falls ihr wisst, ob ich sie wiederbeleben kann, dann schreibt es mal in die Kommentare und wenn nicht, mein Gott, dann habe ich halt Pech gehabt. Macht auch nichts. Also Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und dann schauen wir mal, was wir morgen im Part alles so machen. Bye!